So, sind wir wieder da. So, heute stelle ich euch mal mein neues Motorrad vor. Wie ihr ja schon wisst, habe ich meine BMW mit 47.000 Kilometer in Zahlung gegeben und habe mir dann leider keine BMW gekauft. Ich zeige euch die jetzt mal. Wie ihr seht, ist das die neue Afrika Twin und mit der Lackierung Tricolore. Gefiel mir eigentlich immer am besten. Es gibt auch noch eine schwarze, eine rot-weiße und ich glaube auch noch eine rote, aber die gefiel mir eigentlich soweit am besten. Ja, vielleicht stellt ihr euch die Frage, warum ich mir keine BMW gekauft habe. Nein, ich habe jetzt 8 Jahre BMW gefahren, 1200 GWS Adventure. Ganz tolle Motorräder. Mit der zweiten hatte ich noch weniger Probleme wie mit der ersten. Und ich wollte einfach wieder mal was anderes fahren. Ne? Und ich schwankte dann immer zwischen Triumph, KTM, auch BMW nochmal. Aber ich habe nach einer Probefahrt mich doch entschlossen, mir wieder eine Honda zu holen. Wie ihr auch seht, habe ich auch einiges an Ausstattung. Vieles habe ich mir von Touratech, das ist ja so ein Enduro-Ausstatter, ist er ja, besorgt. Habe ich mir das gleich von der Werkstatt anbauen lassen, dann habe ich wenigstens die Arbeit nicht mehr. Und unter anderem fange ich hier mal an. Das sind die Zega-Koffer 38, 41 und was jetzt das Topcase oben hat, kann ich jetzt nicht sagen, 25, 28 Liter. Warum nicht das Original? Weil wenn ich wieder dieses Fahrzeug in 4 Jahren oder 50.000 Kilometer wechsle, dann muss ich mir wieder ein Koffersystem kaufen, das wieder 1.500 Euro kostet und das wollte ich nicht. So brauche ich nur den Halter zu kaufen. Als nächstes extra habe ich mir den Sturzbügel besorgt und unten den Motorschutz, um eben meine Kamera anzumachen. Und es gibt noch von Touratech, wo die Kamera ist, auch noch Taschen, wo ich noch ein bisschen Werkzeug oder irgendwas mitnehmen kann. Als nächstes, was ich mir noch gekauft habe, ist eine etwas höhere Scheibe. Die Originalscheibe, die ist nicht schlecht, habe ich getestet bis 140, aber dann fangen doch die Verwirbelungen am Helm an. Diese Scheibe habe ich mir jetzt von Givi besorgt. Ich drehe hier mal rum. Und die ist dann hier oben links und rechts neben dem Smartphone in der Höhe verstellbar. Ich habe die richtige Höhe jetzt gekriegt. Passt schon mit der Geschwindigkeit bzw. auf der Autobahn. Ja, was habe ich sonst noch neu oder bzw. extras? Da seht ihr jetzt die beiden Nebellampen. Die habe ich noch geordert und nicht, dass ich was Besseres sehe, sondern für mich war eigentlich das Geld zu investieren. Die lagen so bei 500 Euro. Sehen und gesehen werden, das ist für mich die Hauptsache. Und zwei zusätzliche Scheinwerfer ist immer besser, als wenn nur dieses eine Ablendlicht, was die AT dort zu geben. Ja, jetzt kommen wir nochmal hier zum Display oder Armaturenbrett und so weiter. Hier oben habe ich mir mein Navi, beziehungsweise ich navigiere immer über das Smartphone. Und das habe ich hier installiert. Unter anderem, gehe ich hier mal kurz runter. Hier vorne habe ich mir eine heizbare Griffe in 3 Stufen einbauen lassen. Ja, was denn eigentlich sonst noch habe, einen Hauptständer habe ich mir noch anbauen lassen.
wenn ich unterwegs bin, A, einen Platten, B, wenn ich die Kette mal schmieren muss. Das ist für mich sehr wichtig gewesen. So, und das, was jetzt noch am wichtigsten ist, ich gehe jetzt einfach mal runter an den Motor. Ich habe ein DCT-Getriebe oder ein Doppelkupplungsgetriebe. Das heißt, dass dieses Motorrad keine Kupplung hat, kein Schalthebel. Ich fahre dieses Motorrad, das ist Automatik und kann während der Fahrt auch umschalten. Während der Fahrt auch umschalten und kann, hier kann ich umschalten, Augenblick. Hier kann ich umschalten und dann, ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Und habe einmal hier und einmal hier zum manuellen Schalten. Der eine zum Aufschalten, den anderen zum Runterschalten. Und dann kann ich wieder umschalten auf Automatik. Diese Automatik, das ist hier. Jetzt kann ich den Motor starten und schalte nur hier vorne, Augenblick, da, das D wie beim Auto und los geht's. Er schaltet sauber, ruckelfrei und muss sagen, also es ist gewöhnungsbedürftig. Das muss man jetzt erstmal sehen, wenn ich nächstes Jahr auf große Tour gehe. Ich will jetzt nochmal eine kleine Tour im Harz machen und dann, das muss man sehen, wenn man länger fährt. Ich habe sie jetzt erst vor kurzem geordert. So, was habe ich sonst noch? Ich habe mir noch eine Steckdose einbauen lassen. Die ist jetzt hier. Auch schön mit vom Wasser geschützt. Ja, das war eigentlich soweit alles. Ich kriege jetzt noch einen Tankrucksack, den habe ich mir bestellt. Und es gibt hier noch Taschen, habe ich ja glaube ich schon gesagt. Die werden hier angebaut. Da werde ich dann noch Werkzeug reinmachen. Ja, ich werde sehen, wie dieses Motorrad läuft. Ich bin guter Hoffnung und Zuversicht, dass ich viel Freude an diesem Motorrad habe. So, würde einfach mal sagen, das war eigentlich alles. Und ja, ich sage einfach mal, auf die nächsten 50.000 Kilometer. Ich werde Spaß haben. So, das war's. Ein kleines Statement zu meinem neuen Motorrad. So, und tschüss. Ihr werdet ja dann die weiteren Fahrten, werdet ihr ja dann in den nächsten Jahren auch wieder per YouTube oder Facebook wieder euch angucken wollen. So, tschüss.